So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Diesmal der Ramses ganz edel, in weiß gekleidet, mit einem Schutzanzug, ne? Wenn man durch Hibu läuft, braucht man ja mittlerweile. Es ist schon 11:01 und ich habe vorhin noch auf dem kleinen Account, auf den 4 kleinen Halloween-Accounts, werde ich heute Hyperfreunde mit dem großen, habe ich einen Raid gemacht, habe bei allen ein Glücksei an, habe bei jedem das Geschenk von meinem großen Account angenommen. Die haben also ihre 100.000 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und jetzt will ich wirklich gucken, ob das klappt. Wenn ich jetzt die App starte, ich war heute noch nicht drin, wenn ich jetzt die App starte und bevor mir die Punkte gut geschrieben werden, bevor das angezeigt wird, wenn ich rüber switch auf Items direkt ein Glücksei nehme, ob mir nachher nachträglich mit doppelter Punktzahl die Punkte zugeschrieben werden von den 4 Halloween-Accounts und hoffentlich auch von allen anderen, die heute aufsteigen. Ich habe nämlich gestern Abend wirklich noch jedem ein Geschenk geschickt. Eigentlich warte ich ja immer und öffne selber, aber ich kann ja nur 20 öffnen. Wir gehen jetzt in die App, gehen auf ein Ei, müssen uns beeilen. Wenn nämlich vorher schon ein Levelaufstieg, auch ein Freundesaufstieg angezeigt wird, dann zählt er nicht mit Ei. Die Musik muss ich dann auch noch rausstellen, fällt mir gerade auf. Der Rest hier freut sich natürlich auch. Ich hoffe, die machen dann mal die Lokmodule an, wenn ich. Ich habe ja noch einen ganzen Sack voll, kann ich das natürlich auch machen. So, wir sind jetzt drin. Okay, ausblenden. Wir gehen gleich rüber, zack. Machen jetzt das Glücksei an, 11:03. Nein! Wieso hängt's denn jetzt, die dumme Scheiße? Fanny Krüger, du seid jetzt über, Freunde. Der ging wahrscheinlich durch ohne. Aber ist ja klar, du meldest dich an, da kommen 100.000 Meldungen, die du wegdrücken musst. Aber beim nächsten müsste es funktionieren. Genau, Jason vom Kiez. Den habe ich auch vorhin aufgemacht, aber ihr seht, da kriege ich jetzt 100.000, weil mein Glücksei jetzt läuft, obwohl ich den schon vor 3 Stunden geöffnet habe, zählt er trotzdem jetzt dazu. Molly, auch 100.000. Dark Shape, deswegen hat er gewartet, wegen Superfreunde. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt erstmal die Levelaufstiege sammeln oder ob wir rumlaufen. Jetzt kommt nämlich alles durcheinander. Wir drücken aber auch erstmal das erste Panflamm an, fangen das für den Übergang, laufen dann ein Stück, gucken uns mal die anderen Levelaufstiege an, nehmen die dann natürlich alle mit rein, alle die heute aufsteigen, sprechen uns noch kurz ab. Oh nein, das wilde Panflamm ist geflüchtet. So startet der Seed Day richtig genial. Hier können wir nochmal drücken, hier nochmal drauf. Nichts, aber ist ja nicht schlimm. Wir gucken jetzt auf jeden Fall erstmal nach den Levelaufstiegen. Bruder, aff doch nicht so rum. Und die Musik muss ich ausmachen von der App. So, wir stehen jetzt noch ein bisschen hier rum und warten noch auf ein paar Nachzügler. Solange gucken wir uns noch mal an, wer jetzt noch aufgestiegen ist. JK Lord 1 und du seid auch Hyperfreunde. Kommt dann noch jemand rein? Trainer Blue 222, Hyperfreunde, nochmal 100.000 Erfahrungspunkte. Hier, das machen wir weg, das stört nämlich. MWU 101, Hyperfreunde, 100.000 Erfahrungspunkte. Also das klappt ja wie am Schnürchen. Die muss ich alle nicht öffnen. Danny Stylea, Hyperfreunde, 100.000. Raptorenkralle, beste Freunde, 200.000. Richtig genial, Grüße gehen raus. Dann haben wir Octacon 76, 100.000, Hyperfreunde. 1000 Teufel, Hyperfreunde, nochmal 100.000. Ihr seht, heute sammeln wir richtig. Wenn es nicht immer die Raids oben anzeigen würde, dann könnten wir die Leute alle einfach durchdrücken. Jetzt ist still, jetzt fangen wir mal hier das Panflamm. Wieder kein Shiny, ist aber nicht schlimm, ist ja nur das dritte, was wir jetzt andrücken. Wir laufen noch ein Stück und wenn die nächsten Freunde kommen, guck mal rein und spätestens Viertel würde ich dann reingehen und würde selbst noch 20 Geschenke aufmachen von den Leuten, die jetzt noch nicht aufgemacht haben. Und da ist das erste Shiny beim Pupsi natürlich. Wir gucken mal kurz rüber. Und seht ihr den Unterschied? Ich sehe ihn nicht. Doch, das hat so eine, wie nennt man diese Farbe? Ist ja kein Rot, pink. Das ist pink. Pink ja, sieht ja doch auch anders aus. Da stehen sie, die Konsorten. Guckt sie euch an. Shiny-Laune gekleidet. Shiny-Laune. Da ein Shiny-Panflamm. Guckt euch an. Richtig genial.
Wo ist noch ein Shiny, habe ich gerade gehört? Hier, zeig's mal in die Kamera, zack. Spannflam Shiny, wunderbar, 3 Stück. Wollen wir ja wenigstens mindestens haben, damit man jede Entwicklung hat. Ein paar mehr sind auch gut. Und wir sehen hier Jason aus Elm, auch aufgestiegen zu Hyperfreunden. Heute ist sehr chaotisch, da muss ich nämlich immer mal drauf achten. Sitzt hier noch irgendwo eins rum? Nee, das sehe ich nichts. Können wir aber den Stock noch mal drehen. Da ist eins. Nichts. Wir fliehen auch jetzt mal, wir müssen nämlich Zeit sparen. Wir müssen jetzt wirklich erstmal die Musik ausmachen. So. Und vielleicht haben wir gleich noch einen Levelaufstieg mit dabei. Auch keins, aber in 5 Minuten gehen wir rein, öffnen selber mal die Geschenke, die noch übrig sind. Oh, noch 2 Panflammen. Da drücken wir noch mal drauf. Das daneben drücken wir noch mal drauf. So muss man spielen. Nichts fangen, immer nur anklicken und wieder fliehen. Damit man nachher keine Erfahrungspunkte kriegt und nichts. Das Petitzer nehmen wir aber mit. Das fangen wir jetzt. Und dann gucken wir mal, ob wir den Tobi auch wieder finden. Vielleicht ist er ja gar nicht so weit weg, ne? So, der nächste Levelaufstieg hier mit dem Rupersch. Super, Freunde. Den wollte ich letztens schon löschen. Weil bei dem sieht man immer nicht, wann der zuletzt was gemacht hat, weil der seine Anzeige ausgestellt hat. Und dann dachte ich, der ist inaktiv und spielt gar nicht mehr, weil es einfach nicht mehr voranging. Jetzt weiß ich, er hat extra 2 Jahre gewartet, dass wir super Freunde werden können und auch ja 20.000 statt 10.000 Erfahrungspunkte mitnehmen können. So kann man es natürlich auch machen. So bleibt er auch in der Liste. Da sitzen noch ein paar Panflammen und ein Petitzer. Vielleicht ist es ja auch wieder der Petitzer Community Day. Wir tippen hier weiter an. Und immer schön die Aufgaben löschen und neue Aufgaben mal drehen, weil heute gibt es ja wieder die Fange 3 Panflammen Aufgaben, damit ihr schön eure Medaille pushen könnt. So, da ging noch ein 5er-Ei auf. Ein Driftlon mit 666 WP. Wir bewerten mal kurz 15 Angriff, okay. Und dann haben wir sind gerade in der Caritas-Gas. Wem das vielleicht auffällt, kennt man ja vielleicht. Beste Freunde mit Egon 94, den haben wir noch aufgemacht. Ich hoffe, der hat auch an. Lange genug hat es ja gedauert. Dann haben wir Virus Killer 200.000, auch beste Freunde. Richtig genial. Den Balsamicum hatte ich dabei, bei dem steht aber am Buddy dran. Level up 13 Uhr, also müssen wir nachher nochmal gucken. So könnt ihr das natürlich machen, immer über den Buddy kommunizieren. Wo eats my Owei, beste Freunde, nochmal 200.000 Erfahrungspunkte. Koro des Zorro, 100.000 Hyperfreunde. Ela, das ist doch eine Handynummer, ne? Schreibt mal alle der Ela und Grüße gehen raus natürlich. Hyperfreunde, nochmal 100.000 dafür. Gary Akani, 100.000 Hyperfreunde. Jetzt lädt's. HSV Ben 08. 100.000 Hyperfreunde, ich komme heute nicht zum Spielen, nicht zum Fangen. I have a Knacks, 19. Habt ihr auch einen Knacks? Schreibt es mal in die Kommentare. 100.000 Hyperfreunde. Kazumi Sarana, Hyperfreunde. 100.000 Laurinho, 2010. Hyperfreunde. 100.000 MWU 100. Vorhin, das war die 101. Hyperfreunde, 100.000. Ritter Arn, 100.000 Hyperfreunde. Wollen wir kurz hier auch den Stop drehen. Wenn ich hier stehen bleibe, kann ich nachher noch alle Panflammen anklicken. Ritzer. Habt ihr auch eine Ritze? Schreibt es mal in die Kommentare. Hyperfreunde, 100.000. Top Secret, 100.000. Auch noch Hyperfreunde, das hört gar nicht mehr auf. Wockel Schorsch, 100.000 Hyperfreunde. Hat auch super geklappt, die ganze Zeit kam nichts. Gestern Abend hat er dann was geschickt und geöffnet und heute hat das geklappt. Wunderbar. Da noch ein Shiny, ja, beim Pupsi. Wunderbar, nehmen wir auch mit rein. Und das müsste der letzte sein. Zwergenmetzger, 100.000 Hyperfreunde. Die sind nämlich immer alphabetisch geordnet dann, wenn die alle auf dem gleichen Levelstand sind. Und das erste Shiny beim Ramses. Habe ich mich gerade gefreut und dann nicht mehr, als ich die WP gesehen habe. WP 12. Wer braucht denn sowas, ne? Hier, guckt mal, da steht der Max, ne? Und da ist das Panflam. Hier gehen wir zurück, das fangen wir jetzt erstmal. Mit der goldenen, nicht dass es abhaut. Das wäre nämlich, ach, das ist brutal, das muss ich dann durchentwickeln. Dann kann ich es wenigstens für die Superliga nehmen, weil es dann nur 100 WP hat. Ne? Das überschreitet wenigstens keine Grenzen. Aber ist egal, der Tag läuft ja noch ein bisschen.
Da auch 617 Panflam. Wunderbar. Die Shinies, die regnet es heute wieder. BP12? Was ist das? Wer macht sowas? Andrat 400 noch was. 400 noch was, ne? Wer bietet mehr? Schreibt's mal in die Kommentare, was euer höchstes Shiny heute war. So, wir versuchen uns immer hier vorbei zu quetschen. Da haben wir das zweite Shiny Panflam. Diesmal mit 626. Das ist korrekt. Das müsst ihr mitnehmen. Und irgendwie immer, wenn man in den Hibu beim Seed Day über den Markt läuft, stehen hier die Parteien rum und sprechen die Leute an. Das finde ich immer so nervig. Du willst nur einen Panflam fangen und alle kommen an und hey, Entschuldigung. Das sehe ich aber immer nur von anderen, aber ich habe das noch nie von der NPD oder der AfD gesehen. Die kriegen überall Stimmen, aber die stehen nirgendwo und die bedrängen auch nicht die Leute. Aber alle anderen, die bedrängen immer, was das Zeug geht. Die gucken schon von Weitem und da läuft der Sapper aus dem Mund. Jetzt haben wir es gefangen, 626, zurück zur Sache. Es geht ja hier um Shinies, ja, nicht um Politik. 14, Angriff, nehmen wir mit. Eins brauchen wir noch, dann können wir heim. So, Grüße gehen raus natürlich an Ismo. Denn hier sitzt einfach mal ein Schlurp. Solange wie wir warten, bis der Döner zubereitet wird, fangen wir uns mal das Schlurp. Ne, wir nehmen eine gelbe Beere. Der Ismo freut sich nämlich immer über jedes Schlurp, was er sieht. 1042, Wetter geboostet. Das sieht doch gut aus. Oh, der Daumen ist zu kurz, ich komme nicht hin. Es geht nicht. Ich stelle euch mal da hin, ne? Und dann mache ich hier mal den. Hui! Und jetzt wird's auch noch ab, Kopfnuss. Ismo, was machst du denn? Dein Schlurp dreht durch. Großartig, jetzt aber. Hoffe ich, zumindest. Drei, da ist es drin. Hat sogar 15 Angriff. Hat der Fischi gerade gezeigt, der hat es nämlich schon bewertet. Der hat nämlich mehr als zwei Hände und deswegen kann er das so gut. Wir gucken auch mal, ob es bei uns auch so ist. Ich habe auch nur zwei Hände. Jetzt wieder bescheiden sein, ne? So ist er wieder. Kauft ihr auch immer Döner nur am Angeln? Ibitak, gut. Kauft ihr auch immer Döner nur, um an das Papier zu kommen? Dann schreibt es mal in die Kommentare oder anders gesagt. Geht ihr auch immer zum Müll, werft euren Döner weg und esst dann das Papier, weil ihr was verwechselt habt? Kann schon mal vorkommen, wie gerade erlebt. Und das nächste Shiny beim Tobi, wo man wieder nichts sieht. Er hat nämlich einen Sichtschutz, wo man nichts sieht. Ein Shiny Taubsi. Oh mein Gott, bitteschön. Dankeschön. Fangen das mal. Mr. Okay. Shiny Döner, Spezialsoße kommt mir nicht ins Maul. In den Mund. 1, 2, 17, 8. 23. Ja. Kann man mal mitnehmen. Habt ihr heute auch einen Shiny Taubsi gefangen? Schreibt's mal in die Kommentare. Pupsi eben auch noch einen Shiny bekommen. Da vorne bei den Jungs, der eine hat einen Shiny Döner. Da habe ich schon gehört, ich habe 10, ich habe 50, ich habe 100. Also der Ramses ist immer noch nur 2, aber der sucht natürlich noch. Und 13 Uhr müssen wir noch das Glücksei reinschmeißen und vom Balsamikum das Geschenk öffnen. Wir wollen ihn ja stolz machen und da ziehen wir natürlich mit, wenn das extra am Buddy steht. Was, Shiny? 66. Ach, wie genial. Da hinten ist erstmal Eiscreme, wie man sieht. Da müssen das heimlich filmen. Zeig mal, 66, Shiny. Ich hab's schon drin. Der läuft hier mit seinem Ball rum. Ich nämlich auch. Guck, 66, Shiny, genau das gleiche. Ist jetzt das zweithöchste, was ich habe. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Hat auch 15 Angriff, wie man sieht, wenn man sieht. Ja. Nehmen wir mal, wir nehmen mal gelbe Beere, wir trauen uns mal was. Das ist ja nicht so hoch, das wird ja sicherlich drin bleiben. Wir laufen gerade mal eine Stunde, kann das sein? Ich fühle mich, als wäre ich schon den ganzen Tag unterwegs. Und das Panflam gefangen, wunderbar. Jetzt haben wir drei Stück zusammen, jetzt geht es nur noch darum, ein paar hohe zu bekommen. Das wieviel? Der achte? Und das achte Shiny, richtig brutal. Was ist das? Nix? Nehmen wir auch mit rein, einfach. Shiny Panflam gefangen, wunderbar. Auch mit 66. Dreimal 66.
So, da haben wir heute noch einen Special Guest. Ne? Der Frank hat mich nämlich angeschrieben, hallo, über YouTube sozusagen, und hat gesagt, er möchte den C-Day auch mal in Hildburghausen spielen. Er möchte heute auch seinen Levelaufstieg machen, was auch geklappt hat. Wie ihr hier seht, er hat es noch drauf. Level 40 Aufstieg. Glückwunsch dafür natürlich. Und jetzt geht's los. Jetzt sind wir noch mehr. Die anderen hauen schon wieder ab. Der Sachse fehlt aber immer noch. Der wollte ja eigentlich auch wieder kommen mit Frau und Kind. Aber mal gucken, vielleicht tauchen die auch noch auf. So, wir haben sogar noch mal Zuwachs bekommen. Da guck, die Christel ist nämlich jetzt auch da. Nicht nur die, die hat auch gleich noch einen Rexblizzer mitgebracht. Wie ihr hier seht, der dicke weiße Bruder von Relaxo mit 1246. Den tüten wir auch mal ein. Wir nehmen auch mal eine Nana-Beere, die schmeiße ich nämlich sonst immer weg. Macht damit eigentlich nichts. Und ich hoffe, der Daumen ist nicht wieder zu kurz. Doch. Ach, das ist immer schlimm, wenn man nur eine Hand hat. Gut, der hat wenigstens getroffen. Sonst müssten wir euch wieder abstellen. Noch eine Dreiviertelstunde auf jeden Fall. Dann müssen wir noch mal ein Glücksei reinhauen und müssen an den Balsamicum denken. Und das sage ich jetzt so oft, dass ich es nachher bestimmt vergesse. Hier haben wir das fünfte Shiny gerade gehabt. Und da holt sich schon wieder jemand Eis. Muss das sein? Ich meine, es sind minus 20 Grad. Oh Mensch, die stört schon wieder im Bild. Da hinten, guck. Da holt sich schon wieder jemand Eis, ich verstehe es nicht. Vorhin noch, es ist so kalt, ich friere so, mein Gott. Aber erstmal Eis gönnen. In jeder Runde gibt es irgendwo was zu essen, an jeder Ecke. Richtig genial. Holt euch auch immer Eis beim C-Day. Schreibt es mal in die Kommentare. Das Lustige ist, es hieß, ich wurde nur erkannt, weil ich eine kurze Hose anhab. Wieder mal. Sonst hätte man gar nicht gewusst, wer ich bin, ne? Stellt euch das mal vor. So, das Eis ist da. Malaga, verstehst. Kennt ihr auch Malaga? Die Sorte zumindest. Schreibt's rein, genau. Und zeig schon mal, das ist jetzt Malaga. Das. Das und das? Banane. Malaga Banane. Verstehst? Habt ihr sowas schon gesehen? Am C-Day, ihr lauft rum, wollt nur Shinies fangen. Da möchte der Ritter Ahn plötzlich kämpfen. Warum denn so gewaltbereit? Das lehnen wir natürlich ab und gönnen uns stattdessen einfach noch einen Eisbecher. Hui! Kämpft ihr auch immer oder isst ihr Eisbecher? Schreibt es mal in die Kommentare. Da hinten machen sie irgendwas Perverses, so wie sich's anhört. Oh, die ganze Zeit. Neuer Klingelton auf jeden Fall. Oh. So. Und ich dachte schon, ich habe das Niedrigste mit WP11. Ach, mit WP12. Aber WP11 ist am Start. Guckt euch das an. Noch niedriger geht's nicht, oder? WP10 würde gehen, glaube ich. Habt ihr einen WP10-Shiny? Schreibt's mal in die Kommentare. WP11, schon klasse. Das müsst ihr natürlich entwickeln. Machen wir aber nicht. Aber wir gucken mal. Ich brauche auch noch eins. Die sahnen hier alle ab in einer Tour. Ich habe immer noch nur drei. Pardon, das war das Malaga-Eis. Mit Rosinen vor allem. Gönnt euch kein Malaga-Eis, da sind Rosinen drin. Das weiß doch kein Mensch. Und jetzt positiv überrascht, nicht. Wir gucken weiter, suchen Shinies und die Ohren immer noch da hinten rum. Wie wenn ihr irgendwo bei der Landwirtschaft vorbeilauft. Da macht es auch immer solche Geräusche. So, hier haben wir 9 Zehner-Eier, die jetzt aufgehen. Ein Tarnhell, gut. Hast du zwei, hast ein Sternstück drin? Nee, brauchen wir nicht. Wer braucht schon Sternstücke, ne? Da wird noch Rocket Stop gemacht, fleißig nebenbei. Lavita, ja, nimmt man gerne mal mit. Obwohl jetzt hieß es natürlich wieder von anderer Seite aus, oh, so ein Mist braucht kein Mensch. Früher haben sie sich die Finger geleckt nach Lavita. Jetzt ist es plötzlich nutzlos, sagt man immer. Ich glaube, die Leute wollen einfach immer nur noch Generation 5 Pokémon aus den Eiern haben. Tarnhell trotzdem. Cooles Pokémon. Metagross auch sehr nützlich. Guter Stahlangreifer. So, wir sind beim vierten angelangt. Vielleicht wechselt sich's ja ab. Nee, Zobiris. Hätte ja shiny sein können. Ansonsten macht man damit eh nichts. Weiter geht's. Was ist hier in dem Rocket Stop eigentlich drin? Ist Gift, oder? Hast du gerade Blut so gehabt? Noch ein Lavita. Kriegt man wenigstens schön Bonbons hinterhergeschmissen. Auf die Bewertung verzichten wir jetzt natürlich mal. Haben das nächste. Das müsste jetzt das fünfte sein. Mamfaxo. Ja, braucht man nicht. Momentan, wenn man Relaxo in die Arena setzt, ihr wisst ja, das nimmt so schnell an Motivation ab, dass das so schnell wieder rausfliegt.
Kaumala. Da freuen sich die Leute, da rasten sie komplett aus. Sogar neuer Pokédex-Eintrag, guckt euch das an. Das könnte man natürlich mal bewerten. Oder auch nicht. Wir können ja nachher noch mal sagen, wie viel es hatte beim nächsten Einschnitt. Oder wir machen es jetzt kurz. Vielleicht ist es ja ein gutes. Alter, 15 Angriff, 13 Verteidigung und 14 KP. Also das kann man sich auf jeden Fall aufheben und mal markieren. Steht im Netz. Richtig genial. Ohne Netz und Doppel. Ein Lichtel. Das ist auch genial. Das nimmt man natürlich auch gerne mit. Auch bewerten. Das sind nämlich die Interessanten, wo die Leute jetzt hinterherrennen und gucken. Ist ein bisschen schlechter, trotzdem schön Bonbons mitnehmen natürlich. Bester Geistangreifer, auch richtig guter Feuerangreifer. Panzlamm, noch zum Schluss. Falls noch was ist, meldet bei uns zurück. Super. Wir ziehen weiter. Eins geht noch auf, gut. Böses Panzlamm, gehst du weg. Eins haben wir noch. Kindwurm. Könnte ja beim Super C-Day, beim Best of nochmal kommen, wenn man da nochmal ein gutes hat. Aber wir sind durch, so wie es aussieht. Wunderbar. Wir ziehen uns zurück. Hier seht ihr noch einen roten Pavian-Arsch. So. Spaß. Geh weg. So, jetzt ist es 13 Uhr, mein Glücksei läuft natürlich und wir wollten noch mal hier schauen beim Herrn Balsamicum, denn der hat dran stehen bei seinem Buddy, bei dem Alola-Radfratz. Level up, 13 Uhr, C-Day. Danach haben wir uns gerichtet, deswegen brate ich jetzt extra noch mal ein Glücksei raus. Und wir öffnen mal hier aus Bedburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Zack, ich hoffe, er hat selbst auch daran gedacht, wenn er 13 Uhr reinschreibt, dass das passt. Wir gehen zurück und der Levelaufstieg müsste noch da sein. Balsamicum, beste Freunde, 200.000, Glückwunsch. Ich hoffe, das hat gepasst. Hast du gesehen, hab nicht um 11 aufgemacht, hab extra mich danach gerichtet, weil es am Buddy stand. Ja, gibt zwar keinen EP-Bonus jetzt. Das Glücksei läuft wahrscheinlich jetzt umsonst, weil die meisten tippe ich nur an und flieh dann. Aber das war es natürlich wert. So, jetzt löschen. Keine Ahnung. Ich weiß leider gerade nicht, wer das ist, deswegen. Aber vielleicht, wenn man sich entfreundet, nach 90 Tagen wieder befreundet, kann man ja neu leveln. Also für die Leute, die aktiv sind, können sich dann gerne wieder mit mir anfreunden, dass wir wieder das ganze Prozedere durchführen, um wieder beste Freunde zu werden. Fischi, der alte Glücksbringer, hat sich erstmal gepflegt, aufs Maul gelegt und schon ist das nächste Shiny da. Richtig genial, so muss es sein. Obwohl, was heißt schon? Der Sieder ist fast um und gerade mal das vierte, ne? Das kann doch nicht sein, Ramses, was machst du denn wieder? Dafür nehmen wir jetzt auch mal einen gelben Ball, wedeln mal hier rum, fangen das, mal gucken, wie oft der Fischi heute noch hinfällt. Wir blenden dann einen Counter hier unten ein, ne? Das war jetzt die Big One, die große Eins. So, der Fischi hat sich zwar nicht aufs Maul gelegt, trotzdem ist das nächste Shiny da. Ne? 647 WP, das nehmen wir natürlich auch noch mit. So, jetzt ist der C-Day gleich zu Ende. Noch 5 Minuten auf dem Tacho. Wir gehen mal kurz hier rein, geben mal Schillern ein. Wir haben jetzt also 5 Stück und wollen das Höchste entwickeln. Wenn ich noch langsamer und gemütlicher rede, dann schärfe ich gleich ein. Wir nehmen einfach mal das 647, das ist das letzte. Das ziehen wir durch, zweimal entwickeln. Das zweithöchste entwickeln wir halt auch und dann mal gucken. Vielleicht tausche ich mir noch eins später von Pupsi, dass ich wenigstens 6 Stück habe. Und ja, verändert sich natürlich nicht viel, hat immer noch diese komische zart rot rosa rötliche Farbe Panpyro. Netz 100 Bonbons noch mal rausgeschmissen, ist aber natürlich ein guter Feuerangreifer, hat auch gute Kampfmoves drauf, kann man sicherlich effektiv mal irgendwo nutzen, aber die IV sind bei dem natürlich wieder grottenschlecht. Ich glaube, das kleinste mit WP 12 hat Angriff 15 gehabt, oder nee, das 500er, aber ich will natürlich bei den Shinies immer das höchste, dass ich da ein paar gute WP auf der Hand habe. IV ist wieder was anderes, daher werde ich dann auch noch das Höchste entwickeln. Für euch aber nur interessant, die Shinies, wie die aussehen, wie die Entwicklungen aussehen und dass wir den Community Day Move mitnehmen dafür.
Wir machen dann noch eine kleine Auswertungsrunde, drehen uns einmal im Kreis. Jeder kann noch mal reinsprechen, wer möchte, wie viel Shinies er bekommen hat. Von mir also 5 Stück. Ist gar nicht so krass, finde ich. Ging schon mal mehr, aber besser als bei Dratini. Da habe ich nur 1 bekommen damals. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir gucken jetzt noch mal nach den anderen. So, jetzt ist es 14 Uhr. Der Community Day ist also offiziell vorbei. Wir fragen mal kurz durch die Runde, wer wie viel Shinies hat. Wie viel haben wir bekommen heute? 7 Stück. Und Erdbeerschnüre immer noch am Start. Dass du die nicht geschafft hast heute. Ich dachte, die hast du schon längst gegessen. Pupsi hat? 2, 5 und 7. 2, 5 und 7. Ihr habt mit 10 Accounts gespielt. Wie viel haben wir hier? 7 an der Zahl. 7 an der Zahl. Also, ihr seht, alle haben mehr als ich bis jetzt. Hier geht's natürlich weiter. 5. Und der Backfisch hat? 10. 10, gut. Sei doch nicht so traurig. 10. Wir haben alle gelacht vorhin, also. Ja. So, smacks hier. 8. 8 Stück, ja. Wunderbar. Und wie viel Shinies haben wir? Komm, ich hab 13, aber ich kämpfe gerade gegen Giovanni. Aber ich kämpfe gerade gegen Giovanni, da kriegst du noch dein 14. Shiny. Einmal 10 und einmal 6. Ja. Feldforschungsdurchbruch heute. Wunderbar. Ein Shiny Groudon bekommen. Yep. 17,40, richtig genial, gut. Das war's dann von meiner Seite aus, von unserer Seite aus, sagen wir mal. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt's mal rein, wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Da hinten, da wedeln die Tauben durch die Gegend. Richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.